Ein Wort ist von den Grünen Olga Voglauer. Liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen, auch heute hier an der Tribüne. Ich spreche heute zur Untergliederung 10, denn darin ist im Budget auch die Unterstützung für die österreichischen Volksgruppen geregelt. Die österreichischen Volksgruppen, das sind die Sloweninnen und Slowenen in Kärnten und der Steiermark, das sind die Burgenland-Kroatinnen, das sind die tschechische, die slowakische, die ungarische Volksgruppe und das ist die Volksgruppe der Roma, Romnia, Sinti und Sintese. Sie sind geschützt durch die Bundesverfassung, zum Teil durch den Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrages und auch durch das Volksgruppengesetz. Und im Rahmen unseres Budgets in unterschiedlichen Weisen, in unterschiedlichen Untergliederungen, sorgen wir dafür, dass wir die österreichischen Volksgruppen fördern, ihnen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, ihre Kultur zu leben, ihre Sprache zu sprechen. Wir machen sie sichtbar in unseren Medien und den eigenen Medien. Wir gewährleisten einen zweisprachigen Unterricht, aber auch den Gebrauch ihrer Sprachen vor Ämtern und Gerichten. All das sind verbriefte Rechte, die sich in Wirklichkeit erkämpft wurden. Denn gerade die österreichischen Volksgruppen waren es auch, die dazu beigetragen haben, dass diese Republik eine zweite Republik geworden ist, dass wir hier in einer liberalen Demokratie leben. Und wenn wir heute schon öfter gehört haben, was man in Zukunft nicht mehr zulassen will, wenn dann die Freiheitliche Partei hier mehr zu sagen hätte, dann sage ich, allein aufgrund dieser Rechte, die wir uns als Volksgruppen in Österreich erkämpft haben, werden wir alles daran setzen, dass Sie hier nicht mitzureden haben. Denn es geht sich einfach nicht aus. Es geht sich nicht aus, einer Partei die Verantwortung zu übertragen, die Identitäre als NGO bezeichnet, die meint, Kindergärten wären kommunistische Umerziehungslager. Wissen Sie, was Kindergärten in Kärnten auch sind? Vorbildlichste pädagogische Einrichtungen mit innovativsten zweisprachigen Konzepten, für die uns ganz Europa beneidet. Wissen Sie, wer unsere Kultur und Sprache in Kärnten geprägt hat? Bachmann-Preisträgerinnen und Nobelpreisträger. Das sind Beiträge, die aus und für die Volksgruppe kommen und die daraus entstehen, dass wir uns unserer Vergangenheit stellen. Sie werden sich fragen, reicht es, wenn man österreichische Volksgruppen mit 8 Millionen Euro pro Jahr unterstützt im Rahmen der Volksgruppenförderung? Nein, natürlich reicht das nicht. Denn auch die Volksgruppen haben das Recht, sich weiterzuentwickeln, sich zu modernisieren, einerseits auch neue Sprachkonzepte zu haben, aber auch neue Orte, wo sie sich treffen, wo sie wirken können. Das sind zunehmend auch Wien und Graz. Und hier gilt es in Zukunft natürlich auch im Rahmen der Budgetierung dafür Sorge zu tragen, dass wir dort, wo Volksgruppen wirken, auch die Budgetmittel hin entwickeln. Želim si, da bi mnogokateri zaznali, kakšno pomembno delo upravljajo naše manjšine v Avstriji. In prav posebna čast mi je, da sem kot pripadnica slovenske narodne skupnosti tudi tukaj lahko glas za naše manjšine. Es freut mich sehr, dass es zumindest im Rahmen der Budgetreden möglich ist, auch als Volksgruppenangehörige hier in der eigenen Muttersprache zu sprechen, denn sie gibt Platz. Platz für die Volksgruppen in Österreich, Platz für das gedeihliche Miteinander. Und dieses gedeihliche Miteinander ist es auch, das uns letztendlich Kompass sein soll in einer Zeit der verrohten Sprache, in Zeit der Hetze, in Zeiten der Ängste, die Sie schüren, liebe Kollegen und Kolleginnen der FPÖ. Wir machen da nicht mit, es gibt auch einen anderen Weg.